Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Wo sind wir wohl wieder? Genau an einem Drehort, an so einem Set, das aus irgendeiner alten Serie stammen könnte. Und ja, wir müssen wieder frisieren und schminken, Schauspiel üben und eine Story auf Instagram posten. Das ist schon mal was Neues. Das mussten wir vorher nicht, aber Phil hat einen großen Kohldampf und er holt sich einen leckeren Hamburger. Oh, habe ich einen Kohldampf? Die Mao Yamazaki. Sie hat uns gehört, wie wir ihren Namen gesagt haben. Was ist diesmal Regisseur? Ah, jetzt ist sie Produzentin. Und jetzt haben wir eine neue Regisseurin, die Lanuola Elikapika. Und ich finde, die sieht aus wie eine Regisseurin. Würde als Regisseurin durchgehen. So, also, eine Story auf Instagram posten. Gut, dann aufs Handy klicken und dann weiter zu Instagram Story hinzufügen. Das müsste ich, glaube ich, auch updaten. Unterhaltung. Wo finde ich das? Sozial. Oh, ich muss das unbedingt posten, dass ich einen Drehtag habe. So. Judith Ward ist unser Co-Star. Jetzt hat er 12 Follower. Sehr schön. Wenn nach seinem Tag fragen. Kann er hier das Schauspiel üben? Dann machen wir das erstmal. Jetzt ist er selbstsicher. Ja, ich habe ja in der letzten Folge die Emotionen gecheatet. Ja, gelten sonst 20 Tage gültig. Vielleicht kann ich sie auch wieder loswerden. Ja, ich bin so lieb. So heiß wie eine Rakete. Ja, ich bin so heiß wie eine Rakete. Das ist laut. So, und was war das nochmal? Die Kindheit der Miss Knauschgesicht. Ich weiß ehrlich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, diesen Drehort gehabt zu haben. Aber naja, es ist so ein typischer Sitcom-Drehort. Da kommt man durch die Tür rein. Ist das überhaupt eine Tür? Oder ein Fenster? Soll wahrscheinlich nur eine Tür darstellen. Da ist zwar ein Türknauf. Oh ja. Gut, jemanden am Set kennenlernen. Dann. Oh, wahrscheinlich dieses Kennenlernen. Genau. Da haben wir doch hier unsere liebe Ayaka Kimura. Da können wir die doch mal kennenlernen. Bevor sie uns schminkt. Ich bin motiviert, etwas über meine Stylistin zu erfahren. Ja, finde ich gut. Hallo. Ist sie auch schwanger? So. Ist das wirklich beabsichtigt durch diesen Mod? Weiß ich nicht, jetzt hast du sie kennengelernt. Genau, jetzt kannst du weitermachen. Hallo? Was ist das? So. Einmal schminken. Also, da ich dich jetzt kennengelernt habe, kannst du mich auch schminken, oder? Ja, das weißt du doch. Du bist doch nicht das erste Mal hier. Bist du schwanger? Das fragt man nicht. Diese Meldung unnötig. So. Du musst aufpassen, zu viel Make-up kann deine Haut verunreinigen. Und erst einmal hier. Und schon wieder keinen Bart. Weg ist der Bart. Und jetzt ran an die Haare.
Nein. Und ja, aufhören, das zu fragen. Irgendwann muss es auch mal Schluss. Wir können gar nicht auf ihr Profil zugreifen. Ja, Pech gehabt. Oh mein Gott. Was hast du mit meinem Haar gemacht? Das gehört zur Rolle. Okay. So. Dann, ja. Aber hier. Aufs Podest. Hey Gina, ich brauch... Oh du, ich wusste nicht, dass hier jemand ist. Was ist mit deinen Haaren? Ich hab keine Ahnung. Soll zur Rolle. Na gut, dann suche ich dir was Passendes aus, das du dir anziehen kannst. So. Dann, stimmt, knackiger Arsch, abgecheckt, gut, gut, dazu passt dieses Outfit. Was? Ah, das war's doch nicht. Jetzt muss ich nochmal drehen, jetzt brauche ich doch die Farbpalette. Ah, das passt perfekt. Soll es El Bandi sein? Na gut. Dann sagen wir mal, wir sollten sie vielleicht kennenlernen. Lustig vorstellen. Cool. Koji Goto. Bisschen. Alle sind sehr quatschen. Es belebter als das Krankenhaus. Da passiert nicht so viel. Hey, ich bin Philipp hier, Schauspieler für heute. Ja, gut, gut, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also, Sie sind die Regisseurin. Ja, deshalb sitze ich auch auf dem Regiestuhl, ja? Okay, tut mir leid. Ich wäre dann bereit zum Drehen. Das klingt doch vielversprechend. Auf die Bühne mit dir. Na gut, na gut. Schreisszene aufhören. Verbotene Wörter brüllen. Ach so. Mit der Judith Ward. Ja, das kann ein Weilchen dauern, bis sie kommt. Ich bin gleich da. Hier bin ich. Raga! Harsha Vu? Yoba Yumbi, Nargi, Wambafu. Neep, 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 Doofka. Oh. Mhm. Spannend, spannend. Das kusst ihn auch noch aufhören. Ja, das kann küssen. Das kriege ich hin. Was hat die eigentlich an? Naja, egal. Nüsch, nüsch. Bekischla Naumbo. So. Dann die ausschaut. Machen wir doch ein Thumbnail, oder? Perfekt. Ne, wieso wir das jetzt machen? Gut, naja, kann warten. Kann warten. Oder vielleicht so. Müssen wir nur den perfekten Winkel finden. So, oder la. Ne Romantik. So, dann. So, perfekt. Sehr schön. Haben wir schon mal einen Thumbnail. Und dann Adam hier. Kühlschrank reparieren. Was haben wir denn hier als Hintergrund? Ach, einfach nur eine Wiese. Darauf habe ich mich lang vorbereitet.
Ha, ich muss diesen Kühlschrank reparieren, weil er kaputt ist. Da muss ich dran. Witz erzählen, Szene aufführen. Na gut. Jetzt muss ich den Witz erzählen. Ich habe vergessen den Text nicht. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Bamboofa, Jibs, Soli Bombo, Soli Boof, Plarga Oofa, Whiffaloy, Jibs, Bamboofa. Geschafft. Oh, ich muss dringend aufs Klo. Und wie war ich? Warum kriege ich keine Komplimente? Ich habe mir auch Komplimente verdient. Ah, oh, toll. Jetzt will mich keiner beachten. Ich hasse euch alle. So, vielleicht schafft das noch, bevor wir gehen müssen, noch ins Klo zu gehen. War die gar nicht auf ihrem Regiestuhl? Wir haben Ruhm bekommen. Ja, ich möchte keine kostenlosen Ohrhörer. Okay. Ach, wir haben Rechnungen bekommen. Und wichtig, er ist jetzt Newcomer. Dann, Wahnsinn, wir verdienen ja hier Menge Knete. So, jetzt sind wir Newcomer. Ja, wir haben einen Ruhmpunkt. Was könnten wir denn da auswählen? Unternehmenspartner, Networking. Da Philipp den Umgang mit anderen Promis gelernt hat, kann er Freundschaften mit berühmteren Sims schließen. Mit ein paar Schmeicheleien wird eine Bekanntschaft schnell zur Freundschaft. Dank seiner Fähigkeit, schnell Kontakte zu knüpfen, erntet er Ruhm, wenn er mit einem Promi Umgang pflegt. Und je berühmter der Promi ist, desto höher steigt sein Ruhm. Bemerkenswert. Philipp besitzt irgendetwas, durch das er sich von der Menge abhebt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aufgrund dieses Aspekts seiner Persönlichkeit besteht die Chance, dass jede Fähigkeiten- oder karrierebasierte Aktion die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt, sodass der Ruhm von Philipp weiter steigt. Machen wir lieber das da zuerst. So, dann, jetzt haben wir das geschafft. Aber Rechnungen bezahlen wir mal schnell. So, dann können wir gleich nach einem neuen Casting suchen. Da braucht ihr mehr Geld. Also, ich wäre bereit für eine weitere Rolle. So, ja, die Herbs. Dann machen wir hier Abenteuer im Toten Meer. Da würde er auch am meisten verdienen. Dienstag ist Casting. Genau, um 19 Uhr Fitnessfähigkeit. Ja, das hat er ja eigentlich. Ja, perfekt. Wow. So, wir könnten ja mit dir in den Park gehen. Gehen wir aber in den Park. Wird doch schön. Okay. Ja, das Spiel stimmt mir zu. Vielleicht sollte ich mal, das hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen, aber dass er halt ein bisschen so verkackt, die Rolle. Aber egal. Oh, ich bin glücklich. Apfelbaum. Wild. So, wer ist denn da? Der Markus Flex. So. Wollen wir vielleicht die Logikfähigkeit ausbauen? So, hier ist irgendwie keine Sau. Erika Fujita. Jetzt hat er die Logikfähigkeit erhalten. Das wäre etwas für Zoe, aber Zoe ist nicht da. Oh nein. Die ist ja auch schon wieder schwanger. Und jetzt Prescott. Mit Nachnamen. Und nicht Scott Nakajima. Ach, Spiel. Oder gehen wir einfach auf dieses Festival? Mit keinem. Keiner will. So. Also, ich glaube, der Mod muss sich wieder deaktivieren. Weil
Es werden mir zu viele Sims Frauen schwanger. Oh, es regnet. Ist das nicht schön? Aber wenn Zoe kommt, lohnt sie es wenigstens. Super. Hier ist kalt. Penny Pizzas. So, Zoe, wo bist du? Keiner hat einen Schirm. Ich habe mich geirrt. Aber ich habe dir doch auch einen Schirm gegeben, oder nicht? Ausgewählt. Naja, zumindest. Also die hätten auch mehr Schirme reinbringen können. Was? Ein Skriptfehler wurde in der Datei less_exception.html protokolliert. Diese Datei befindet sich in dem Ordner, in welchem sich die übrigen MCC-Dateien befinden. Derartige Fehler werden meistens durch fehlerhafte oder veraltete Mods oder CC-Dateien verursacht. Diese Fehler werden so lange auftreten, bis die entsprechenden Mods oder CC-Dateien gelöscht oder aktualisiert wurden. Du kannst die LastExceptionHTML-Datei auf unseren Discord-Server hochladen. Cool, cool, cool. Sorry. Ich bin müde. Nein, alle haben Schirm mal drauf in der Hand. So. Er möchte doch vielleicht so ein bisschen mit der Charlotte B. das anbändeln. Philipp hat auch Bedürfnisse und die möchte auch befriedigt haben. Vielleicht ist sie ja nicht schwanger. Schauen wir, finden wir gleich heraus. Ich habe herausgefunden, dass du hier wohnst. Charlotte. Charlotte. Ach, komm rein. Dann kennenlernen. Ich wollte dich eigentlich an der Haustür begrüßen. Ja, gut, gut. Freut mich, dass du da bist. Wir könnten ja mal zusammen essen gehen. Ja, das wäre sehr schön. Das würde mich sehr freuen. Gut, also, ich wohne ja noch nicht so lange hier. Wohnst du hier schon länger? Ja, ich wohne hier schon eine Weile. Das ist, habe ich durch viel Zocken gewonnen. Okay. Ja, davon gibt es Filme. Wow, das ist wie ein Traumschloss. Hey, was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. So, was für Musik hörst du gerne, Charlotte? Also, ich höre gerne okay, hast du sie gar nicht gefragt? Jetzt macht sie was zu essen. Sie holt sich was aus dem Kühlschrank zum Essen. Gut, dann warten wir einfach, bis sie sich wieder hingesetzt hat. So, dann nochmal nach Musikgeschmack fragen. Aua. Ich hau mich immer an den Ständer. Also, was für Musik hörst du gerne? Ach, da du mich gerade so fragst. Okay, anscheinend hat sie keine Lieblingsmusik. Warum kann man sie dann fragen? Das ist einfach so standardmäßig. Hast du dann vielleicht ein Hobby? Ich meine, man kann es ja fragen. Also müsste ja da was sein. Was unternimmst du gerne in deiner Freizeit, Charlotte? Schreibst du keine Bücher oder Songs? Also, da du mich gerade so fragst, ich mag Kochen und Fitness. Das mag irgendwie jeder. Ja, was soll ich machen?
Tja, kannst du auch aus allem was Essbares machen? Ja. Gut, dann, falls euch die Folge gefallen hat, dürft ihr selbstverständlich einen Daumen nach oben geben. Dann dürft ihr gerne ein Abo dalassen, dass sie mal wieder einschalten. Und keine Sorge, Charlotte ist nur eine kurze Affäre, eventuell. Und nicht vergessen, das nächste Mal wieder einzuschauen bei der neuen Folge von Die Sims 4. Ciao und bis zum nächsten Mal.